Ja. Was willst du? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Oh ja, Lydia, ich sehe schon, du machst das. Dann, brauche ich mich ja wenig nicht anstrengen. Bärenpelz. Wolfspelz. Wer sich noch immer darüber wundert, warum ich die ganzen Pelze mitnehme, die brauche ich nachher für die Häuser. Hier ist doch gerade irgendwo ein Drache gelandet. Ach, da oben. Ja, bleib mal da oben. Du störst. Gold, Wolfspelz, Ziegenfell. Nehme ich mit. Alles, was ich verkaufen kann, nehme ich mit. Ich gehe hier rein. Mist. Nein. Nein. Shit. Wir gehen hier noch mal raus. Ich möchte nämlich erst oben rumrennen. Dazu einmal die 1 drücken. Damit wir Nervtöter wieder in der Hand haben. Oh. Oh, hier sind schöne Sachen für uns. Oh, Lydia, schau mal. Bitte sei still. Ich habe mich nicht verlaufen, ich bin ja mit Absicht hier. Na, nehme ich mit. Warte. Die Anglerstiefel bringen nichts. Da geht's raus. Wo bist du? Orki. Orka Morka. Ach, da liegt er. Bärenpelz, Gold, Wolfspelz, Bergenpfeil. Was war das? Gunzul. Der sieht cool aus. Ja, Gunzul sieht sehr cool aus. Und darum nehme ich ihm auch alles weg. Passt alles. Gold, Granatstein, makellos, ja, ja. Ach komm, nehme ich auch mit. Den Silberhelm. Nehme ich mit, weil ich es kann, aber ansonsten ist er... Es steht leer dran. Es steht leer daran. Gucken, was hier oben noch ist. Nix, 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 nix. Nix. Hm.
Nope, hier ist wirklich gar nichts. Das heißt, wir können jetzt wieder hier runter und können dann runter ins Gewölbe. Ich habe das Gold gerochen. Jetzt habe ich was aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte. Nee. Fuchspilz. Fuchspilz ist klar. Fuchspelz. Achso, das war eine ganze Eisenrüstung, alles klar. Ich habe jetzt gedacht, das ist nur, das sind nur Lederstreifen. Dick. Dietrich. Jo, nehmen wir fast alles mit. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Jau! Was für eine Verarsche. Bruchstücke von Merunes Klinge. Von wo? Ach, von da. Hm. Ah, na gut. Fast. Es hätte fast geklappt, ohne Schaden zu nehmen. Aber auch nur fast. Hallo? Lydia? Magie. Schreie. Was? Oh Gott, ich hasse das so sehr. Ich hasse. Immer noch da. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Gut, verstanden. Oh Gott, sei Dank geht das. Sonst noch etwas? Ja. Wir brechen, wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Das weiß ich, aber es funktioniert nicht immer ganz so gut. Das weißt du hoffentlich auch. So. Die Markierung soll weg. Was haben wir denn hier? Totenkrähenfelsen. Okay. Klingt unschön. Aber wir versuchen mal unser Glück. Nochmal die Karte aufmachen. Ja, eine Markierung dahinsetzen. Und dann ist die... Wo ist die Markierung? Sie müsste rechts von uns sein, dort. Das greift uns an. Oh, ein junger Vampir.
Ja. Laufe ich hier richtig? Okay. Bin ich extra diesen Berg rauf, nur um zu merken, dass es falsch ist. Meine Ziege. Die sehr komisch läuft. Ich hoffe, es geht dir gut, liebes Zicklein. Hexenfelsenschanze? Aber ich bin hier doch noch falsch. Ach Gott, schon wieder so ein Affe. Jetzt gehört ihr mir. Wo ist seine Freundin? Da! Waren da schon alle von euch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ey. Ah, da sind noch mehr. Wo? Da. Die Magier sind immer die Schlimmsten. Die versuchen sich immer zu verstecken. Jetzt muss ich mich erstmal heilen. Lydia, nur zur Info, du musst die umbringen. Silberstab der Beschämung? Was ist denn der Silberstab der Beschämung? Naja, ist ja egal. Mhm. Haben ja wieder tolle Sachen dabei. Das klang so, als ob Lydia ihn jetzt gerade erschlagen hätte. Hat ja auch lang genug gedauert, meint ihr nicht? Was? Wo schießt du denn hin? Ach, du schießt auf Lydia. Naja, wenn er meint. Von mir aus kann er hinschießen, wo er will. Hier unten geht's rein. Komm, wir gehen mal. Gucken mal, was wir so finden. Ihr seid so gut wie tot. Also, wenn du jemanden sagst, du bist so gut wie tot, stirb im nächsten Moment nicht selber. Habe ich das schon? Ja, wahrscheinlich schon zu haben. Mhm. Eismiriam brauche ich jetzt gerade nicht.
jede Menge Weinflaschen. Die haben es sich hier also richtig gut gehen lassen. Schlüssel zum Kerker. Mist, ich hätte den Schlüssel noch nicht aufnehmen sollen. Weil dann hätte ich jetzt noch ein... Oh, hätte ich noch ein bisschen Taschendiebstahl. Nicht Taschendiebstahl. Schlösserknacken trainieren können. Eine Urne mit Gold. Keine Sorge, ich kriege auch den ganzen Ramsch verkauft, den ich versehentlich mit einstecke. Hallo? Jemand zu Hause? Keiner zu Hause? Dann ist ja gut. Würgegriff, Halskette des Falschens, Jaspeitrauben, Kriechranke. Können wir alles mitnehmen. Auch wenn wir es nicht brauchen. Vielleicht irgendwann mal, aber noch brauchen wir es nicht. Jetzt bin ich aber... Hä? Okay, jetzt bin ich gerade leicht verwirrt. Es führt mich... Ach so. Das hier habe ich übersehen. Und die Falle habe ich falsch angeklickt. Wieso hast du einen Troll zur Hilfe? Das finde ich gar nicht nett. Das finde ich sogar ziemlich kacke. Ich hasse Trolle. Ich hasse Trolle. Oh Gott. War das jetzt knapp. Gottverdammt, war das jetzt knapp. Oh, die Nase juckt. Krähenfelsen. Ja, hier wollen wir hin. Genau hier hin. Yep. Nö. Er hat genau drauf gewartet, dass ich rauskomme. Rest kann er behalten, ist nämlich nur Schrott. Oh.
Ich habe mich jetzt für einen Moment wirklich erschrocken, dass die da hinter der Tür standen. Nichts. Also jetzt mal. Jetzt mal im Ernst. Die sind ja hübsch anzugucken, ne? Aber die Rüstung, die sie tragen, die macht weder Sinn bei Kämpfen, noch macht diese Tür Sinn vor Kälte. Also nehmt mir das jetzt nicht übel, aber die sind schon saudoof, oder? Also wirklich saudoof. Und ich meine nicht einfach nur saudoof, sondern ich meine wirklich so richtig saudoof. Ja, wieso habe ich genau das erwartet? Und das auch. Ein Spiel beim Bankett. So, jetzt wieder zurücklaufen. Diesmal mit ein bisschen Tempo, dann passiert uns auch nichts. Doch vorher. Da geht's nach Himmelsrand raus. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen hier entlang. Ja, noch ein Troll, den ich verprügeln muss. Nee, aber so ein oller Draskur. Ich hab mich mit Tierfäule infiziert. Ich gehe davon aus, das wusstet ihr schon. Ich habe mich mit Gehirnfäule infiziert. Ja. Ja, Gehirnfäule. Ja. Entschuldigung, ich finde das witzig. Vor allen Dingen so blöd, wie ich hier manchmal rumrenne und so blöd ich manchmal in diese Fallen trete, ist das sogar wahr. Es könnte wahr sein. Definitiv. Ihr könnt nichts anderes behaupten. Oh. Shit. Das meinte ich. Das ist die Gehirnfäule, von der ich rede. So, ich renne da jetzt wieder hin. Sammle wieder die Seelensteine auf. Und dann hüpfe ich hier herunter. Lebt noch jemand? Komm her! Hast du jetzt versucht, eine hochende Katze zu machen? Achso, das war ein Fehlstart. Okay.
Ja. Also, ihr Abgeschworenen, ihr braucht ganz, ganz dringend neue Anführer. Eure bringen euch ja irgendwie nur Rotz bei. So, letzte Haltestelle für dieses Ding. Moment mal. Tüttelobuk. Oh, ich habe die noch gar nicht angewählt. Ja, tut mich voll leid. Für den müssen wir sowieso nach Mortal. Umso besser. Umso besser. Kollege Schnürschuh rennt hier scheinbar irgendwo rum, von dem wir die Klinge bekommen. Den Knauf, ne? Huch. Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt, werde ich mein Bestes geben, um euch welches zu besorgen. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles, verstanden? Ja. Ihr habt so ausgesehen, als wärt ihr wegen etwas sehr aufgebracht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Worum kümmert sich der Jarl nicht? Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Seltsame Sache. Dazu kommen noch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Vertraut ihr der Jarl nicht? Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Ich suche nach Teilen von Merunes Klinge. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, wovon ihr redet, Fremder. Tatsächlich? Silus Versuius. Wie's. Silus ist da anderer Meinung. Ich habe von ihm gehört. Mein Vater verdächtigte ihn, mit der mythischen Morgenröte in Verbindung zu stehen. Er hatte wohl recht. Ich brauche sie nicht. Meine Familie hat 8 Generationen damit verbracht, die Klinge vor einem toten Kult zu schützen. Meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem Haus bleiben. Ihr werdet es also nicht vermissen? Mir ist es egal. Aber meinen Vorfahren nicht. Tut mir leid. Ich bezahle für das Heft. Die Götter wissen, dass die Mühle ein paar neue Schaufelblätter gebrauchen könnte. In Ordnung. Er gehört euch. Hier sind die Schlüssel. Er ist in einer Truhe in meinem Haus. Auf Wiedersehen. Gut, gut, gut. Dann. Nehmen wir das Ding mal mit. Heft von Merunes Klinge. Und das Gold und die Kette. Und noch mehr Gold. Wow, ich habe dem 400 Gold gegeben und ich kriege hier nur 22. Wow. Der ist schon wieder leer. Wieso gucke ich immer in leeren Urnen, Schränke, Truhen und sonstiges rein? Naja, gut. So, für die heutige Aufnahmesession war es das jetzt. Ich muss mich jetzt für den Livestream vorbereiten. Vielleicht wart ihr am Dienstag ja dabei. Wer weiß. Wenn ihr dabei wart, schreibt es gerne unter diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht es gut. Ciao.